Hallo und willkommen zurück, liebe Wissenshüter. Ja, in letzter Zeit reden wir recht viel über die Waldelfen und daran wird sich auch heute nichts ändern. Denn letztens kam einer meiner neuen Lehrmeister mit dem Wunsch auf mich zu, weiter über die Azrai zu sprechen. Rumil, so heißt er, wollte allerdings nichts von den Athaloran-Elfen hören. Stattdessen wünschte er sich einen Vortrag über die Eonir, die Elfen des Waldes Laureloren, oder Hexenwald, wie ihn die Imperialen nennen. Und ganz ehrlich, Rumil, das war eine grandiose Idee. Denn ich liebe die Eonir und finde es wirklich schade, dass sie so oft übersehen werden. Der Laureloren-Wald ist ein recht ausladendes Gebiet zwischen den imperialen Provinzen Nordland und Middenland. Wobei hier die Wortwahl extrem wichtig ist. Denn fragt ihr einen Eonir, so liegt der Wald zwischen den Provinzen. Fragt ihr den Imperator, so liegt der Wald auf den Gebieten der Kurfürstentümer. Und fragt ihr einen der beiden Kurfürsten selber, so liegt der Wald natürlich ganz eindeutig auf ihrem und nur ihrem Gebiet. Und auch wenn die Sichtweise jeder Partei nachvollziehbare und auch rechtliche Gründe hat, so haben die Eonir in der Praxis ihre Sicht der Dinge durchgesetzt. Denn ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Eonir darf keine imperiale Siedlung am Wald etabliert werden und kein Händler ihn durchreisen. Doch im Gegensatz zu den Azrai aus Athaloran haben die Eonir diese Bedingungen diplomatisch vorgebracht und durchgesetzt. Denn im krassen Gegensatz zu ihren Brüdern im Herzen Bretonias sind die Eonir durchaus bereit, mit den Menschen zu kommunizieren. Und vor allem ist ihnen schon früh aufgegangen, dass sie natürlich ohne Probleme jeden Imperialen ermorden könnten, der ihren Wald betritt, doch die Konsequenzen wären nicht nur ein Krieg mit den leicht reizbaren und sehr lernresistenten Kurfürsten des Imperiums, sondern vor allem stünden die Eonir dann vollkommen alleine gegen die barbaren Norskars, die regelmäßig die Küsten überfallen. Also gab es Verhandlungen und schließlich sogar Verträge. Die Elfen erlauben dem Imperium eine begrenzte Anzahl an Siedlungen mit einer begrenzten Anzahl an Siedlern und einer streng begrenzten Erlaubnis, den Wald für Holz zu bewirtschaften. Im Gegenzug schützt das Imperium die Küsten des Waldes und respektiert hier die Eigenständigkeit der Elfen. Und als Außenstehender muss man einräumen, dass das außerordentlich freundliche Konditionen für die Elfen sind. Denn auch wenn die Eonir ihren Wald außerordentlich gut verteidigen können, so ist ihre Macht lange nicht vergleichbar mit den Azrai Athalorans. Und einen vereinten Schlag des Imperiums würden sie wahrscheinlich kaum überstehen. Natürlich ist dieser Umstand auch dem gierigen Adel der nördlichen Provinzen bewusst. Viele von ihnen gieren nach den Rohstoffen und dem Grundbesitz, den der Wald potenziell bietet. Doch sowohl Fürst Theoderik Gausser von Nordland als auch Fürst Boris Todbringer von Mittenland haben sich bisher gegen Neuverhandlungen oder militärische Schritte ausgesprochen. Eine politisch heikle Position, wegen der besonders Gausser schon häufig als Bückling der Elfen beschimpft wurde. Doch betrachtet man die Situation trocken, ist ihre Stellung absolut nachvollziehbar. Denn natürlich könnte das Imperium die Laureloren-Elfen zerschlagen. Aber die Unterstützung von Karl Franz für diesen Expansionskrieg, also die des weiteren Imperiums, ist nicht garantiert. Und alleine wäre der Krieg gegen Laureloren ein gewaltiges Unterfangen für die beiden Kurfürstentümer. In meinen Augen würden sie wahrscheinlich trotzdem den Sieg davontragen, doch wie so oft stellt sich hier die Frage, zu welchem Preis? Der Konflikt würde Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, tausende Opfer fordern und für die gesamte Zeit wären die Küsten der Krallensee nahezu ungeschützt. Das bedeutet, neben den beträchtlichen Kosten und Verlusten des Kriegs selbst, würden noskanische Barbaren einen weiteren beträchtlichen Tribut fordern. Doch wer den imperialen Adel kennt, wird auch wissen, dass er zu Eigensinnigkeit und Überheblichkeit neigt. So ist es kein Wunder, dass bereits mehrere illegale Siedlungen etabliert wurden. Umso verwunderlicher ist es aber, und vor allem untypischer, für die Waldelfen, dass die Eonir bisher nicht zur Gewalt gegriffen haben. Kurfürst Gausser hat jedoch innerhalb der letzten Jahre einige ernste Botschaften der Waldelfen erhalten, die ihm strenge Ultimaten setzten. Natürlich ist ein strenges Ultimatum im langen Leben eines Waldelfen noch immer ausreichend Zeit für einen Menschen. Doch viele neutrale Parteien befürchten schon bald offenen Konflikt. Kurfürst Theoderik ist hierbei in einer bemitleidenswerten Zwickmühle. Laut den Verträgen sind die Eonir im vollen Recht, die Siedlung zu attackieren und die illegalen Anwohner zu vertreiben.
Doch auf der anderen Seite handelt es sich hierbei um seine eigenen Untertanen. Und die öffentliche Blamage gegenüber einem Adel, der ihn sowieso schon als Elfenbückling diffamiert, könnte katastrophal sein. Nordlands Blaublüter suchen bereits seit Jahren nach triftigen Gründen für einen Machtwechsel. Und nach einem unbeantworteten elfischen Überfall auf imperiale Bürger, könnten sie den Kurfürsten ohne größere Probleme als Verräter darstellen. In meinen Augen wird Imperator Karl Franz auf die ein oder andere Art einschreiten müssen, denn ein Coup im Nordland ist in niemandes Interesse. Die Adligen vor Ort haben kein vereintes Banner, unter dem sie sich Fürst Gausser entgegenstellen, und somit würde ein Sturz unweigerlich zu einem Machtvakuum und schlussendlich Bürgerkrieg führen. Den Aufmerksamen wird auch mittlerweile die Frage aufgekommen sein, warum ich jetzt so viel über die Beziehung der Aeonier zum Imperium rede und so wenig über die Elfen und ihre Kultur selbst. Das hat zwei wichtige Gründe. Der erste ist, dass ich die Beziehung zwischen den Aeonier und Nordland einfach unglaublich interessant finde, da es sich so stark von den Azrai und den Bretonen unterscheidet. Und der zweite Grund ist, dass wir erschreckend wenig über die Aeonier und ihre Kultur wissen. Die meisten Infos sind so alt, dass wir kaum feststellen können, ob sie jemals der Wahrheit entsprachen. Aber trotz allem werde ich mein Bestes tun, im Folgenden nun die Dinge zusammenzutragen, die ich gefunden habe. Wie auch die Azrai von Athel Lauren beginnt die Geschichte der Aeonier nach dem Krieg des Bartes und dem Befehl des Phönixkönigs, alle Kolonien aufzugeben. Diesem Befehl widersetzten sich viele Elfen und jene im Herzland der alten Welt schlossen sich zusammen, um eine Siedlung im Wald Laurelorn zu etablieren. Laurelorn zeigt starke Ähnlichkeiten zu Athel Lauren. Er ist gleichermaßen ein Ort starker Magie, geprägt von Feywesen und einer beinahe schon übernatürlichen Umwelt. Besonders Zeit scheint anders und unberechenbarer zu fließen in den Wäldern der Elfen. Allerdings gibt es auch zwei wichtige Unterschiede zwischen Laurelorn und Athel Lauren. Der offensichtlichste ist die Größe. Laurelorn ist deutlich kleiner als sein Bruder in Bretonnia. Der zweite ist, dass Laurelorn deutlich friedlicher ist. Natürlich sind die Dryaden und Waldgeister noch immer unfassbar gefährlich für Eindringlinge und Irrlichter führen sogar geduldete Besucher auf eine Wanderung ohne Wiederkehr. Doch im Vergleich zu Athel Lauren gibt es keine Orte der Verderbnis, keine dunklen Ecken, in denen die Waldgeister mit dämonischen Fratzen sogar über die Azrai herfallen. Ob das einfach der Größe und somit der Konzentration magischer Energie in Athel Lauren zu schulden ist, oder ob Laurelorn aus irgendeinem Grund wirklich reiner ist, ist unbekannt. Die nächsten Aufzeichnungen über die Aeonier finden sich in den Archiven von Middenland, beziehungsweise in den Archiven des alten Drakwalds, einem Kurfürstentum, das von Middenland übernommen wurde. Hier ist von mehreren Schlachten und einer furchtbaren Niederlage der Imperialen im Jahr 897 imperialer Kalender die Rede. Aus dieser Zeit stammen auch die rechtlichen Ansprüche Middenlands auf Laurelorn. Der Wald war zu dieser Zeit eindeutig auf Drakwaldschem Territorium und als die Besitztümer Drakwalds von Middenland einverleibt wurden, gingen auch die Ansprüche auf Laurelorn in mittenländischen Besitz über. Natürlich sollte ich erwähnen, dass der Besitz Laurelorns schon zu Drakwaldschen Zeiten eher Wunschdenken als Realität war, wie die Niederlage ihrer Truppen eindrucksvoll beweisen sollte. Die nächste und wahrscheinlich wichtigste Erwähnung der Laurelorn-Elfen findet sich während den Skaven-Kriegen und Mandred Skavenschlechters Kriegszug, um sein Imperium vor dem Untergang zu retten. Da die Aeonier erkannten, dass sie ohne Frage das nächste Ziel der Rattenmenschen sind, erlaubten sie Mandreds Truppen freie Passage durch ihren Wald. Und auch wenn Mandred einige hundert Soldaten verlor, die von den sicheren Wegen abwichen, so umging er nicht nur potenzielle Hinterhalte der Skaven, sondern legte die sonst mehrtägige Reise von Karoburg nach Dietershafen in wenigen Stunden zurück und überraschte die Truppen der Skaven mit einem brachialen Flankenangriff. Es ist meine feste Überzeugung, dass der Vertrag zwischen Middenland, Nordland und den Aeonier kurz nach dem Skavenkrieg geschlossen wurde. Zwar habe ich keine Beweise dafür, aber die Indizien sprechen in meinen Augen Bände. Denn zum einen haben wir keinen Hinweis auf diplomatische Verbindungen zwischen den Fraktionen vor diesem Zwischenfall, eher das Gegenteil, und zum anderen würde die Dankbarkeit Mandreds eine gute Erklärung für die äußerst elfenfreundlichen Bedingungen des Abkommens abgeben. Wie gesagt, das ist ausschließlich meine Version der Geschehnisse, euch steht es absolut frei, dem zu widersprechen. Die neuesten Entwicklungen zeigen sogar einige Schritte der Aeonier, sich stärker und um noch bessere Beziehungen mit dem Imperium als Ganzem zu bemühen. In den Bernsteinhügeln, einige Meilen nördlich von Altdorf, haben sie eine kleine Siedlung errichtet, von der aus sie regelmäßig Diplomaten an den imperialen Hof schicken,
und natürlich die Entwicklung ihres benachbarten Menschenreichs von dort aus beobachten. Und in meinen Augen zeigt dieser Schritt ein Verständnis und vor allem ein Pragmatismus gegenüber der modernen Welt, die allen anderen Elfenpopulationen fehlt. Die Aeonir sind sich bewusst, dass die Welt nicht mehr ihnen gehört. Sie wissen, dass mit der Spaltung ihrer Rasse, dem Erstarken des Chaos, der Niederlage gegen die Zwerge und vor allem dem Aufstieg der Menschen ein neues Zeitalter angebrochen ist. Doch anstatt sich wie die Hochelfen auf alte Tage zu stützen, sich wie die Azrai zu verstecken oder zwanghaft zu versuchen, eine verlorene Schlacht zu gewinnen wie die Druki, stellen sich die Aeonir dieser neuen Welt und unternehmen Schritte, sich eine Nische selbst zu schaffen. Und die Achtung für diese flexible und zukunftsorientierte Weltansicht gebührt zu großen Teilen ihrer Königin, die uneingeschränkt über Laurelon herrscht. Leider wissen wir über sie nicht mehr, als dass es sie gibt. Vor vielen Jahrhunderten gab es Aufzeichnungen über eine Königin namens Mariseth. Doch ob das der Wahrheit entspricht oder noch aktuell ist, wissen wir leider auch nicht. Selbst die wandernden Aeonir sind sehr still, was die Kultur ihrer Heimat angeht. Aber allein die Tatsache, dass es unter den Aeonir Wanderer gibt, die ihren Wald dauerhaft verlassen, sagt schon viel über die kulturellen Unterschiede zu ihren Brüdern in Athaloran aus. Aeonir verlassen ihren Wald aus den verschiedensten Gründen. Neugier, Wanderlust oder einfach, weil sie als Freigeist nicht in die traditionsorientierte Elfenkultur passen. Diese wandernden Aeonir sind wohl die sichtbarsten Elfen für die meisten Menschen. Und die Meinung der Menschen über sie hängt meist davon ab, welcher Art von Wanderer sie zuletzt begegnet sind. Unter diesen umherziehenden Aeonir gibt es jedoch auch noch eine ganz besondere Art, die Geistläufer. Sie sind Jäger des Chaos, umherziehende Krieger, die chaotische Diener und Kreaturen erlegen, wo auch immer sie sie finden. Diese Aeonir-Exilanten reichen von eremitisch lebenden Waldläufern bis hin zu Söldnern, die bei jedem Unterfangen anheuern, das ihnen erlaubt, Barbaren oder Tiermenschen zu erschießen. Und das, meine liebe Gemeinschaft, sind die Aeonir. Die Waldelfen des Imperiums und eine faszinierende sowie geheimnisvolle Kultur inmitten unseres eigenen Landes. Ich hoffe, ihr könnt meine Faszination mit diesem Volk nachvollziehen und hattet Spaß an der Vorlesung. Großen Dank natürlich noch einmal an Rumil für den Themenvorschlag und ein herzliches Willkommen in den Reihen meiner verehrten Lehrmeister. Vielen Dank natürlich auch an jeden einzelnen von euch für eure Aufmerksamkeit. Und eine besondere Erwähnung für die restlichen Lehrmeister findet sich jetzt. Keranos, Eligi21, Garak Krakul, Lucila, Sarkon, Soldier und Dakamar. Möget ihr eure Pfade stets sicher beschreiten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.